Hallo zusammen, wir sind's wieder, die Hermanias, der Hermann. Und die Tanja. Dieses Mal wollen wir einen Vorblick machen fürs Jahr 2024, keinen Rückblick für 2023, weil wenn ihr uns verfolgt auf YouTube oder Facebook, habt ihr ja eigentlich so gut wie alles mitbekommen, was wir 2023 so gemacht haben. Manches war mehr gut, manches war weniger gut. Wir persönlich fanden alles gut. Auch unsere Fehler oder Sprachfehler, wenn wir mal den Ja. Begriff nicht gefunden haben. Gott. Wir sind menschlich, kommt vor. Das Video machen wir jetzt einfach mal oder wollen euch halt jetzt mal mitnehmen, was wir für 2024 geplant haben. Jetzt ist ja die saure Gurkenzeit. Wir haben jetzt Mitte Januar. Wir freuen uns jetzt schon, dass die Motorradmessen beginnen. Die besuchen wir auch alle. Die nächste, die jetzt ansteht, ist die in Friedrichshafen vom 26. bis zum 28. Januar. Ist natürlich jetzt von uns von Nürnberg aus ein Stück weg, weil es ungefähr Bodensee die Nähe ist. Ziemlich genau Oder Bodensee. Bodensee, ja. Wir würden jetzt, denke ich, da am, wir fahren am Samstag hin. Genau. Dann gehen wir auf jeden Fall auf die IMOT in München. Da streiten sich ja die Geister. Manche finden sie zu überladen, zu voll, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, gab ein paar negative. Voll war sie am Eröffnungstag, das war Ja, wir hatten jetzt da aber einen oft genannt. guten Slot erwischt. Wir sind Freitagnachmittag runter, hatten dann auch noch das Glück, beziehungsweise wusste man im Vorfeld nicht, dass ab 15 Uhr die Genau. Tickets noch günstiger waren. Wir wollten auch am Freitag runter, weil wir unsere Bekannte, die Tanja Merget, Hallöle, Hi Tanja. Coffeemakerin besuchen wollten. Und es war jetzt für uns eigentlich, ich fand es jetzt nicht so voll. Also es war okay, ne? Das hat sich dann Und gelichtet, von ja. der Zeit her, weil die ging, glaube ich, bis 18 Uhr. Zeitlich hat es gepasst. Also war vollkommen in Ordnung. Ich war da ja noch mit den Krücken Warst unterwegs. noch Wir mit waren ja eh nicht den. so schnell, aber 3 Stunden Ja, haben also gereicht. es hat gepasst und mir hat es auch gut gefallen. Dir, denke ich, auch, ne? Ja. Dann die nächste ist die Jurabike in Neumarkt. Die ist am selben Wochenende, aber nur von Samstag bis Sonntag. Aber gehen wir auf jeden Fall hin. Ja, weil es eine Ne? regionale Messe ist, da gehen wir auf Genau. jeden Fall hin. Dann war ja, glaube ich, dazwischen noch die in Lichtenfels, aber die gibt es nicht mehr. Also Genau. soweit wir jetzt mitbekommen haben, findet die nicht mehr statt, weil einige Anbieter nicht mehr ausstellen und dann bekommen sie die Halle nicht voll. Und Ja. somit, ich fand es ja eigentlich schön, weil das war letztes Jahr unsere erste Motorradmesse. Die Oberfrankenbike, genau. Genau, da war überhaupt die allererste Messe, die wir mal besucht haben. Und dann sind ja diese ersten Eindrücke eh immer besonders. Also schade, dass es nicht mehr gibt, aber gibt es ja verschiedene Gründe dafür. Dann findet noch die Frankenbike am 2. und 3. März statt. Die ist in Fürth. Unsere Hausmesse, ne, vor der Haustür. Ja, genau. Zweimal umfallen und dann sind wir schon in Fürth. Das sind jetzt die vier Messen, die wir machen. Und dann haben wir unsere Planung für 2024, was wir alles mit den Motorrädern unternehmen möchten, also Urlaube Genau. und Wochenendtrips, beziehungsweise halt so 4 Tagestouren. Dann haben wir noch bestimmt einige Tagestouren auf dem Plan, aber das machen wir dann immer spontan. Und jetzt übergebe ich das Thema, weil Soll ich weitermachen? du kannst deine Schrift besser lesen. Okay. Vorneweg muss ich sagen, wir haben uns im Herbst einen Absenkanhänger besorgt von Unsinn. Wir sind jetzt einige Male schon in die Berge gefahren, auch die Strecke Augsburg, Landsberg am Lech Richtung Reutte. Können wir jetzt schon auswendig, ist zwar keine Autobahn, nur kleine Stücke, aber du fährst halt die Reifen kaputt. Und jetzt haben wir gesagt, wir besorgen uns mal einen Hänger und versuchen uns dieses Jahr mit einem Hänger in die Berge zu fahren. Wenn es uns gar nicht taugen sollte, muss der Hänger eben wieder weg. Aber
wir werden jetzt dieses Jahr die ersten Strecken mit dem Hänger mal versuchen zu fahren. Werde ich auch gleich noch weiter erläutern. Also der erste größere geplante Urlaub steht Pfingsten an. Da fahren wir in die Dolomiten. Wer unsere Videos geguckt hat, weiß, die Planung steht auch schon drin. Wir haben da 3 Tagestouren. Unsere Unterkunft ist unweit von Canasai, also von der Sella-Runde, und es geht in verschiedene Richtungen. Ganz interessante Touren, da bin ich schon total gespannt. Was mir da, oder worauf ich mich da sehr, sehr freue, ist Tanjas Bruder, der Matthias, falls du schaust. Hallo. Matthias, hi. Mein Lieblingsschwager, ist allerdings auch mein einziger, aber er ist wirklich klasse, fährt da mit. Und wir haben schon mal einen gemeinsamen Motorradurlaub gemacht. Das wird eine ganz tolle und witzige Geschichte. Da freue ich mich drauf. Und natürlich auf diese 3 Tagestouren in den Dolomiten. Ist einfach, ja, wie für Motorradfahrer gemacht. Das Panorama ist halt einfach der Hammer. Also, genau. Auch wenn manche sagen, es ist ja ein wenig überlaufen, aber gut, ja, ich verstehe es, warum es überlaufen ist, weil es halt einfach total schön ist. Ne? Also, ja, wir waren jetzt auch schon 2-mal da unten. Und ja, es war nicht so schlimm. War nicht schlimm. Nee. Dann, da steht noch der Termin nicht fest, wir haben Abonnentenpaar, Dana und Dirk. Hi, ihr zwei. Die gucken sehr fleißig unsere Videos, kommentieren auch. Und die haben wir so ein bisschen lieb gewonnen. Die sind aus dem Odenwald. Und da haben wir mit denen schon ausgemacht, wir möchten die ein Wochenende besuchen, fahren zu denen hoch und die zeigen uns dann Strecken im Odenwald. Also da freuen wir uns auch schon drauf. Du warst jetzt einmal ein bisschen schon unterwegs im, ja, Odenwald, wie ich das Training in Boxberg hatte. Genau. Aber Odenwald sagt mir jetzt noch gar nichts. Bin ich schon mal gespannt drauf. Also sehr schöne Strecken, was ich da gesehen habe, da, was ich kurz mal durchgefahren bin. Und dann hat man ja letztes Jahr, ich möchte immer gern Motorradtrainings machen. Ich habe gedacht, ich mache die Urlaube. Aber mach mal das Motorradtraining, weil es ist dein Steckenpferd. Genau, also Motorradtraining hat man letztes Jahr von den Bike Turns. Das war am Kaunertaler Gletscher. Also ich war absolut begeistert und hat mir persönlich meine größten Fortschritte gebracht. Also auch hier ein Gruß an die Trainer Sandro und Heinz. Ja. Ein ganz klasse Training gewesen. Ja, also das hat mir, weil es halt einfach unter echten Bedingungen stattgefunden hat, ne? Mit den Kehren fahren, und es war wirklich rauf, runter, immer wieder die Kehren fahren und üben und hinterher analysieren. Und ich möchte dieses wieder ein Training bei Bike Turns dieses Jahr machen. Haben wir uns jetzt, weil wir mussten jetzt auch gucken, wie es jetzt vom Termin her passt, was rausgesucht, Kärnten. Genau. Da bin ich jetzt schon sehr hauptsächlich die Nockalmstraße, ne? Sehr neugierig drauf. Und nach Wir reisen nach Kärnten auch mit dem Hänger an, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Genau. Und dann geht's weiter. Dein Part? Okay, mein Part. Ich darf doch was über die Urlaube erzählen. Dann gehen wir zur nächsten Etappe. Auch fleißige Zuseher unserer Videos wissen das. Tanja ist Gardasee verrückt. Das heißt, vom Kärnten werden wir erstmal am Gardasee fahren, da 2-3 Tage verbringen, um unseren geliebten Gardasee zu besuchen. Und nach diesen 2-3 Tagen fahren wir Richtung Frankreich, suchen aber eine Unterkunft in der Nähe von Turin, nördlich von Turin, weil wir da eine Sackgasse fahren wollen. Auch da sind die Planungen des Sommerurlaubs schon eingestellt. Und dann parallel zur Route de Grand Alp wollen wir runterfahren bis Verdun, zur Verdun-Schlucht. Die wollen wir uns angucken. Und dann fahren wir wieder rüber zur eigentlichen Strecke der Route de Grand Alp, fahren aber wenige Strecken der Route Grand Alp und auch anders als 2023 entgegengesetzt, also aus südlicher Richtung Richtung Norden, und kommen dann wieder zurück zu unserem Ausgangshotel. Also wie gesagt, die Routen sind schon eingestellt, oder die Gesamtroute ist eingestellt in YouTube. Könnt ihr euch gerne da auch mal angucken. Auch die GPX-Daten zu Kalimoto sind da schon verknüpft. Haben da jetzt auch noch ein paar Tipps bekommen, zwecks, wo stellen wir jetzt den Hänger ab? Haben jetzt Tipps bekommen, einfach mal beim Hotel nachfragen, ob man den Hänger und das Auto stehen lassen kann. Es ist halt dann, ne, mir zwei wieder, nicht, dass wir dann am Ende der Runde heimdonnern, ne, und dann daheim, wir haben das Auto vergessen. Irgendwo steht das Auto mit dem Anhänger noch. Ist bei uns nicht auszuschließen. Ja, da müssen wir dran denken. Okay, also soweit zu den Urlaubsplanungen, Dolomiten, und dann im Sommer wieder also diese Rundreise. Halt aktuell Dana und Dirk sind fest eingeplant, und dann mal gucken, ob es noch Wochenendtrips gibt. Mhm.
Ja, damit ist das Thema auch erstmal abgehandelt. Und jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, den übernimmt die Tanja erstmal wieder. Ja, genau. Ich mache ja gern Probefaden oder Testfaden. Es ist immer so ein Begriff. Ich würde halt sagen, eigentlich teste ich Motorrad für mich jetzt oder aus der Sicht von einer Frau, weil ich habe ja andere Punkte oder mir sind andere Sachen wichtig als jetzt dir zum Beispiel. Ja. Wir haben es jetzt schon x-mal erwähnt, technische Daten ist nicht unser Steckenpferd, wird es auch nicht werden. Kann man überall bei ganz vielen YouTuber nachlesen, die das wirklich sehr toll machen. Ja. Uns geht es einfach immer darum, wie empfinden wir das Motorrad, macht es uns Spaß, gefällt es uns. Und da habe ich mir jetzt für nächstes Jahr... Ach, kann ich kurz eingreifen? Erwähnt sei da motorradtest.de. Also die Jungs machen das echt klasse. Und dieser Spruch... Nehmt euch Kaffee und Gebäck dazu. Wir finden die beiden Jungs einfach klasse und die machen sehr, sehr gute Motorradtests, wo man auch technische Daten kriegt, wo man auch weiß, man könnte es mit dem Motorrad in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 schaffen. Aber wir können es eh nicht rausfahren. Nö, aber darum geht es uns ja eigentlich auch gar nicht. Genau, eher ums Popometer. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Maschinen aufgeschrieben, die mich interessieren, und zwar die neue GS, die 1300. Mache ich jetzt eigentlich auf vielfachen Wunsch meines Mannes. Ja, auch von Kommentaren. Halt aus der Sicht von einer Frau. Und, ich habe es ja schon Probe gefahren, das Video ist ja on. Genau, und momentan finde ich ein bisschen Ducati-lastig, beziehungsweise haben die Ducati Monster hat es mir ein bisschen angetan, die will ich auf jeden Fall Probe fahren. Und Just for Fun, die Street Fighter V2. Ich weiß, es ist ein Motorrad für die Rennstrecke, das ist nichts für mich, aber es ist mir wurscht, ich will die Probe fahren. Dann die Suzuki GSX 8, deine 5.4 ist ein S, hast du mir gesagt. Genau. Ne? Okay, die interessiert mich jetzt persönlich nicht so ganz, aber der Händler hat gemeint, die würde jetzt irgendwie vom Abzug, PS, keine Ahnung, wird sie reichen. Ja, also ist auch in Videos sehr spannend beschrieben, einfach mal neugierig. Okay, dann bei Suzuki, dann möchte ich noch die GSX S1000. Die große Schwester, ne? Ja. Just for fun, einfach mal die Ducati Scrambler. Die finde ich halt irgendwie total putzig. Dann die Yamaha MT-09, auch aus dem Grund, weil die ja sehr viel gefahren wird, auch von Frauen. Möchte ich einfach mal schauen, wie ist es so? Vom Gewicht her ist auch nicht so schwer, ne? Ja. Für die PS. Und Honda ist jetzt bei uns halt leider ziemlich in den Hintergrund gerutscht. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, bei Honda... Honda war ja auch mein erstes Motorrad, war ich eigentlich auch zufrieden, hat mir gut gefallen. Deswegen schauen wir mal, dass wir bei Honda, dass wir halt Honda auch immer ein bisschen was machen, die CB1000R. Und dann, Leute, ich weiß, die ist nichts für mich, hat viel zu viel PS, fahre ich niemals raus, aber ist mir auch wurscht, will ich einfach, finde die total hammermäßig, die BMW M1000XR. Das sind jetzt so meine Motorräder, die ich gern Probe fahren möchte, ist halt auch die Frage, bekommen wir sie alle und schauen wir halt einfach mal. Und du hast jetzt auch ein paar auf dem Zettel, weil ich denke, jetzt aus deiner Sicht ist das auch für die Männer mal ganz interessant, weil dass du mal auch wegen die größeren Maschinen Probe fährst, auf die ich jetzt halt ja vom Gewicht her und von der Körpergröße jetzt keine Chance habe. Ne? Da war eigentlich keine Chance. Also ja. Bei dir geht es ja immer ums Handling, da hast du Sorgen, aber vom Fahren her kannst du die Maschinen alle fahren. Ja, aber gut. Okay. Wir hatten ja das Video Winterblues. Wir waren beim Suzuki-Händler und da gibt es eine Suzuki, die ich auch gerne fahren würde. Das ist die Suzuki GSX S1000 GT. Die kommt neu raus, ist also die Tourenversion der 1000er GSX. Ganz spannend. In manchen Berichten... Also grundsätzlich der Motor der 1000er, der ist sehr, sehr gut weggekommen. Das Motorrad interessiert mich einfach mal zum Fahren. Genauso wie das nächste Motorrad, die Harley-Davidson Panamericana. Oh ja. Panamerika, nicht Panamericana. Panamerika, auf die bin ich ja auch gespannt. Ja, also die gibt es jetzt schon seit einiger Zeit, aber ist so ein bisschen in der Nische verschwunden. Man hat von der nichts mehr gehört.
Wir haben die im Urlaub ein paar Mal entgegenkommen sehen. Einfach die Neugierde. War das nicht die erste, die mit dieser Absenkautomatik? Genau, die hat diese Absenkautomatik drin. Das war richtig so ein Hype, aber dann, wie du sagst, irgendwie... Ja. Bei meiner Multistrada wurde es jetzt nachgerüstet. Ich kann es auf Knopfdruck ja auch absenken. Mhm. Aber einfach mal interessehalber, dieses Motorrad würde ich gerne fahren. Das nächste ist auch so ähnlich aus der Kategorie... Ein Zweizylinder, ein großer, die KTM Super Adventure. Die hattest du ja schon mal. Vor Jahren bin ich die mal Probe gefahren, aber die würde ich gerne noch mal... Hast keinen Zugang so gefunden zu ihr? Ich weiß nicht, was war damals? Ah, die kam mir ein bisschen ruppig vor. Ruppig, aber ne? Ja, aber jetzt hast du ja mehr Erfahrung, mehr Kilometer. Entschuldigung. Unglaublich. Kennt ihr das, dass eure Frau euch ständig ins Wort fällt? Wir hatten ja vorhin das angesprochen, manche Fehler laufen bei uns oder manche spaßigen Sachen. Das gehört ganz einfach dazu. Also alles gut, mein Schatz. Ja. KTM Super Adventure sind wir stehen geblieben. Dann, nachdem die Tanja die MT-09 fährt, mal gucken, ob ich die MT-10 zur Verfügung bekomme. Ich würde die MT-10 mal gern fahren. Naked Bikes sind grundsätzlich nicht so mein Metier. Also ich bin eher der, der bequem fährt und windgeschützt. Aber wenn man etwas... vom Bauchgefühl her nicht mag, das ist ja kein Grund, dass man es nicht ausprobiert. Also gebe ich der MT-10 gerne mal eine Chance. Dann ein weiteres Motorrad, das schon ein paar Mal angesprochen wurde, auch bei mir nie so in Erscheinung getreten ist, die Husqvarna Norden 901. Auch ein großes, mächtiges Teil, wenn man davor steht, hohe Sitzhöhe. Ja, Tanja ist letztes Jahr die KTM 97 Adventure gefahren. Einfach auf Anrat mal, probier sie mal aus. Und wir, naja, dann probieren wir sie halt. Und da warst du ja ganz begeistert. Ja, also das war jetzt von den ganzen Motorrädern, die ich letztes Jahr mal Probefahrt oder Testfahrt gemacht habe, echt, das hat mich am meisten abgeholt. Ja. Ich hätte es niemals gedacht im Vorfeld. Also, ja, also deswegen Video, vielleicht. Video dazu haben wir ja on. Und ich probiere einfach mal den Norden 901, mal gucken, wie sie mich abholt. Dann hatten wir es vorhin schon bei Tanja, die fährt ja, die will mal die CB1000R fahren, also auch das große Naked Bike von Honda. Ich habe bei mir auf dem Papier stehen die Africa Twin, sehr, sehr bekannt. Ich war noch nie drauf gesessen. Mal gucken, ob wir die zur Verfügung kriegen und wie ich die empfinde. Dann ein bisschen Nostalgie, die hatte ich schon. Die Kawasaki Versys 1000, angefangen habe ich ja mit der Versys 650, bin dann aber sehr schnell auf die 1000er umgestiegen. Ein zuverlässiges Motorrad, hat mir immer gut gefallen. Aber als ich die Multistrada-Probe gefahren bin, dann habe ich die Versys abgegeben. Aber einfach aus Nostalgiegründen nochmal die Versys vielleicht Probe fahren. Ist vielleicht ganz interessant, ja. So ja, jetzt nach der langen Zeit. Ja. Dann die Moto Guzzi V100 Stelvio. Die V100 sind wir ja letztes Jahr schon gefahren. Das war unser erstes Video von der Probefahrt mit dem Motorrad. Uiuiui, ganz schrecklich. Aber wir waren mutig und haben es ins Netz gestellt. Wir haben es ins Netz gestellt. Ja, also, wir hätten es auch löschen können. Als wir über das Motorrad gesprochen haben, als es da gestanden ist, sehr viele Windgeräusche. Muss man abhaken und lernen. Wie gesagt, das war das erste Video. Aber unabhängig davon, die Stelvio kommt dieses Jahr neu, wenn wir die zur Verfügung bekommen. Wir haben dann Händler, da könnten wir sie vielleicht kriegen. Bin ich ganz neugierig drauf, dieses Motorrad zu fahren. Und last but not least bei mir auf der Liste, Tanja hat das Motorrad schon gehabt, hat sie auch letztes Jahr Probe gefahren. Die Tracer 9 GT Plus, die würde ich gerne mal Probe fahren. Ich kenne es ja von der Tanja noch, aber die hat jetzt das neue Display, mit, wo die Navigation integriert ist. Einfach Neugierde halber, die würde ich gerne auch nochmal fahren. Okay, also das waren unsere Programme, die Messen, die wir besuchen wollen, unsere Urlaube, die wir machen wollen und Motorräder, die wir gerne dieses Jahr Probe fahren würden und unser Popometergefühl gern weitergeben würden. Genau. Und damit sind wir auch ziemlich am Ende unseres Videos. Ausblick 2024. Genau. Genau. Unmöglich, diese Frau. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, wenn ihr sagt, Mensch, da sind tolle Sachen dabei, sind wir schon gespannt, wenn die Videos kommen, und die werden kommen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like hinterlasst und genauso, und es hilft uns natürlich auch weiter, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Man kann ja in YouTube alles Mögliche auswerten. Was uns total überrascht hat, wir haben am 6. Januar 2023 mit dem Kanal angefangen und hatten tatsächlich nach einem Jahr 1000 Abonnenten, als wir angefangen haben. Ja,
Wir haben uns ja gar keine Gedanken drüber gemacht. Und, ne? Oder einfach mal geguckt, wie kommt es bei euch an. Ja. Aber die Zahl 1000 war eigentlich utopisch, hätten wir nie dran gedacht, aber das zeigt uns eben, dass die Videos gar nicht so schlecht ankommen. Und was man eben zusätzlich sieht, ist, es sind sehr viele Leute, die unsere Videos angucken und immer wieder kommen, aber kein Abo hinterlassen. Also das heißt, wiederkehrende Zuseher, so ähnlich heißt es bei YouTube. Wenn euch eure Videos gefallen, wie gesagt, das hilft uns. Hinterlasst gerne ein Abo auf unserem Kanal. Das bringt uns ganz einfach weiter. Wir kriegen eine größere Reichweite. Und mittlerweile haben wir da schon ein bisschen Blut geleckt, wenn wir sagen, das, was wir machen, ist nicht so verkehrt. Und für manchen schon, für andere nicht. Ja, aber mit dem Abo ist es ganz klar für uns auch eine Wertschätzung. Ja. Sag ich mal, ist auch für uns so, ja, so schlecht sind wir nicht. Das ist irgendwie, dass wir halt auch weitermachen, dass wir Lust drauf haben. Ja, Spaß machen tut es mir sowieso. Ja, weiterzumachen, aber es ist einfach auch eine Wertschätzung für uns. Deswegen, ja, wenn es euch gefällt, so was wir vom Stapel lassen, wie gesagt, einfach gern ein Abo da lassen oder ein Like oder auch ein Kommentar. Ja, sehr gerne Kommentare, die helfen uns weiter. Natürlich nur die positiven Kommentare. Es gibt auch negative. Die gehören auch dazu. Es gibt halt leider Menschen, denen passt halt gar nichts. Da ist der Himmel auch nicht blau genug oder die Wiese nicht grün genug. Aber gut. Gehört dazu. Gehört dazu. In diesem Sinne, wir hoffen jetzt, dass die Kamera was aufgenommen hat mit Ton, weil wir filmen jetzt schon zum zweiten Mal. Ja, das erste Mal hat der Ton nicht aufgenommen. Weil wir haben schon alles geschafft. Die Karte nicht drin, ne? Akku leer. Akku leer. Haben wir alles geschafft. Jetzt war das Mikrofon irgendwas nicht. Also das ist jetzt Klappe 2. Fertig. Es verabschieden sich von euch der Hermann und die Tanja, die Hermannias. Ciao.